Hallo Aktienfreunde, jetzt im Sicherheitscheck die Mercedes-Benz Group. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt, und am Ende des Videos analysiere ich dann, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also, die Firma ist in der Automobilbranche tätig und die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 8,6%. So, bevor es losgeht, noch der Hinweis: Dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium. Hat die Aktie einen hohen Börsenwert und kommt aus einem wirtschaftlich starken Land? Also die Aktie kommt aus Deutschland und hat aktuell einen Börsenwert von ca. 63 Milliarden Euro. Damit ist beides erfüllt und das gibt für mich einen vollen Punkt. Das zweite Kriterium: Hat die Firma in den vergangenen 10 Jahren regelmäßig Dividenden ausgeschüttet? Das hat die Aktie, und zwar ist die Dividende in den letzten 10 Jahren unterm Strich angestiegen, und zwar von 2,45 auf 5,3 Euro je Aktie. Allerdings gab es hier in diesem Zeitraum zwei Dividendenkürzungen und hier gibt es für mich deshalb insgesamt einen halben Punkt. Das dritte Kriterium: Wie groß wäre der größte zwischenzeitliche Kursrückschlag seit der Finanzkrise? Also in der Finanzkrise hat die Aktie ca. 77% an Wert verloren und seitdem keinen größeren Kurseinbruch mehr erlitten als damals. Und hier gibt es von mir einen Minuspunkt. Das vierte Kriterium: Wie hat sich der Kurs der Aktie in den vergangenen 10 Jahren entwickelt? Und hier hat die Aktie nach aktuellem Stand in den letzten 10 Jahren ca. 18% zugelegt, und das ist vergleichsweise nicht so berauschend, würde ich sagen. Daher gibt es hier von mir keinen Punkt. Das fünfte Kriterium: Wie hoch ist die Schuldenquote? Und die lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei ca. 64%. Damit haben wir eine Eigenkapitalquote von ca. 36%, und das liegt in einem guten Bereich, meiner Meinung nach. Daher gibt es hier von mir einen halben Punkt. Das sechste Kriterium: Wie entwickelt sich voraussichtlich der Gewinn des Unternehmens im nächsten Geschäftsjahr? Also in 2022 gab es hier noch einen Gewinn je Aktie von 13,55 Euro, der ist dann im letzten Geschäftsjahr leicht zurückgegangen auf 13,46 Euro je Aktie. Und für die Zukunft erwarten die Analysten hier einen Rückgang auf 11,61 Euro je Aktie, so zumindest die aktuellen Analystenprognosen für das Gesamtjahr 2024. Und hier vergebe ich keinen Punkt. Und damit kommen wir dann zum letzten Kriterium. Liegt das aktuelle KGV unter 30 und ist damit die Aktie vermutlich nicht zu teuer? Also das aktuelle KGV auf Basis der Gewinnschätzung für das Jahr 2024 liegt momentan bei ca. 5 und damit unterhalb der 30er Marke. Daher gibt es hier nochmal einen Punkt von mir. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt die Mercedes-Benz Group in meinem Sicherheitscheck insgesamt unterm Strich 2 Punkte von 7 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Sicherheitscheck-Ampel landet die Aktie damit auf der dritten Stufe. So, dann kommen wir jetzt zur Rangliste aller bisher gecheckten Aktien in 2024 bei meinem Sicherheitscheck. Und hier landet die Mercedes-Benz Group momentan mit den zwei erreichten Punkten hier auf dem 11. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und auf die Seite, wo ihr seht, kommt ihr übrigens, wenn ihr direkt auf den Link unterhalb des Videos klickt. So, dann zum Schluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder. Und wenn ihr euch übrigens dieses nützliche Aktienanalyse-Tool mal näher anschauen wollt, dann findet ihr dazu auch einen Link unter dem Video. Und jetzt in der Grafik zum fairen Wert. Hier im Aktienfinder seht ihr zum einen mal den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme. Und das ist der 21. August 2024. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie des Verlaufs des fairen Werts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir erkennen, dass aktueller Kurs momentan unterhalb der gestrichelten Linie verläuft. Also scheint die Aktie momentan zumindest unterbewertet zu sein, zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video. Und hier zum Schluss der Hinweis: Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien. Und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.